JP, Jan-Philipp Grothusen, ist bei uns zu Gast hier unten im Jugendraum. Und wir starten gleich durch. Klar. JP hat sich glücklicherweise bereit erklärt, uns uns Rede und Antwort zu stellen. Mann, Mann, Mann. Wie auch immer. Wie genau, auch immer. Ich bin dabei. JP, schön, dass du da bist. Ja. JP, manche Selsingerinnen und Selsinger kennen dich, zum Beispiel durch den Gut jetzt. Richtig. Was ist deine Motivation, beim Gut jetzt in der Lagerkirche in Sandbostel mitzumachen? Also ich bin sehr gerne dabei, ich bin auch gerne an diesem Ort, weil es für mich ein sehr wichtiger Ort ist, gerade als jemand, der politisch interessiert ist, ist natürlich gerade für unser Land, unsere Kultur, ist es sehr wichtig, weiterhin zu gedenken an die Gräueltaten, an diese schrecklichen Dinge, die damals vor 75 bis 80 Jahren passiert sind und auch noch davor. Ja, und ich bin froh, dass wir dort gedenken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diesen Ort nutzen, um zum Beispiel Gottesdienste zu feiern. In der Lagerkirche auch ein ganz besonderer Ort, wie ich finde, mit der Geschichte, wie sie erbaut wurde und von wem sie erbaut wurde. Ich finde es einfach an diesem Ort toll, Gottesdienst zu feiern. Und weiterhin finde ich es sehr gut, dass wir diesen Gottesdienst auch immer sehr kreativ angehen, dass wir uns da ganz viel Raum selber auch lassen und den auch, finde ich, immer sehr vielfältig füllen mit ganz unterschiedlichen Sachen. Jetzt bist du nicht nur im Gut jetzt unterwegs, sondern wenn man dich ein bisschen näher kennt, weiß man, dass du in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Kirchengemeinden zu Hause bist. So richtig ursprünglich zu Hause bist du in Barchel. Richtig. Also das wäre jetzt Kirchengemeinde Öse. Öhre, Entschuldigung. Ja. Aber aus Öse kennen wir uns beide. Richtig. Zum Beispiel. Und gerade hast du noch erzählt, dass du im Punkt 7, im Sittensinn, also in der Kirchengemeinde dort, auch tätig bist. Was motiviert dich generell daran, bei Kirchens mitzuarbeiten? Ja, also erstmal natürlich, wir kennen uns durch Öse und ich kenne viele Leute eben auch durch und über Öse, über die Freizeit- und Begegnungsstätte. Auch ein Ort, den ich sehr schätze, wo ich sehr gerne war, sehr oft war und auch immer noch sehr gerne bin, vorbeischaue. Ich finde, mir ist der Glaube wichtig, mal mehr, mal weniger. Es gibt Zeiten, da zweifle ich viel, es gibt Zeiten, wo ich das sehr gerne mache, wo ich gerne dabei bin und wo es mir wirklich sehr gut tut. Und gerade auch gemeinsam dort was auf die Beine zu stellen und gemeinsam Gottesdienste zu feiern, finde ich immer sehr, manchmal heilsam, manchmal kraftspendend. Und genau, es ist auch ein Ausgleich irgendwo. Also sich mal wirklich bewusst Zeit zu nehmen, zu beten, in sich zu gehen, mal nachzudenken, andere Perspektiven zu entwickeln, eben mit Jesus. Das ist einfach gut. Was machst du neben Kirche her? Ich bin Sozialpädagoge und ich war ein Jahr in Indien, habe dort einen Freiwilligendienst gemacht von 2018 bis jetzt Sommer 2019 und arbeite jetzt bei der Lebenshilfe Brummervörde Zefen, bin dort im Fördewerk in der Werkstatt als Sozialpädagoge tätig. Was darf morgens überhaupt nicht fehlen? Kaffee. Okay. Ganz klar. Also, das ist das Motoröl für den guten Start in den Tag. Für den guten Grothusen. Ja. Ja, okay. Für den Start in den Tag. So enden wir. Man trifft dich an den Orten, die wir gerade benannt haben. Richtig. Und bestenfalls gut gelaunt, wenn das Kaffee-Lebenselixier durch deinen Körper geflossen ist. Richtig, genau. Wunderbar. Tschüss, JP, vielen Dank. Tschüss und sehr gerne.